Moin Leute, ja, willkommen zu einem neuen Video. Es ist Juni. Juni heißt immer YPC-Zeit, ja, natürlich bei uns. Wir waren jetzt schon ein paar Tage hier in Holland am Trainieren. Sind hauptsächlich auf Barsch gewesen. Zander, das lief ganz gut. Haben gute Fische gefangen und ja, heute steht auf dem Plan, Hechte zu fangen. Wir werden heute Strecke machen, poldern, richtig Meter machen. Und wir haben uns echt ein paar coole Polder rausgesucht mit Kreuzungen und ein bisschen Bewegung drin, ein bisschen tieferes Wasser auch. Und ja, da wird es heute auf dem Plan stehen, ein bisschen ja, Chatterbait, Spinnerbait, vielleicht mal ein kleines Swimbait durchzuziehen. Und ja, Wetter ist heute bewölkt, finde ich sehr, sehr geil. Wir hatten jetzt die letzten Tage immer echt pralle Sonne, 25, 26 Grad. Heute jetzt so ja, ein bisschen die Temperatur runtergegangen. Müssen da gucken, eventuell fängt es ja an zu regnen, dann müssen wir mal sehen, wie sich das entwickelt heute. Aber ja. Wir sind motiviert, wir haben Bock. Jo. Die Fische hoffentlich auch. Und deswegen, wir fahren jetzt einmal zum Spot und wahrscheinlich, wenn wir da sind, melden wir uns einmal zurück. So, Kescher einmal noch, dass wir auch richtig ausgerüstet sind, falls jetzt hier der Giant, oh, der Dickhecht kommt. Und genau, Schmiedi meinte, er nimmt schon mal eine kleinere Kombo mit. Ich mache heute Pike only. Wir haben zwar noch die ganzen Barsch-Kombos von den letzten Tagen hier drin, aber ich habe jetzt hier 3 Unzen und 1 Unze. Und ja, wir gehen mal runter jetzt und kicken mal, was da so abgeht. Ich glaube ganz ehrlich, dass du hier bitte? Da drin noch einen Zander fangen kannst, Alter. Ja, hab ich ja gesagt, da rechne ich mit dem Zander auch in der Stelle hier. Generell, also diese Gewässer sind nie schlecht für Zander. So, jetzt müssen wir mal schnell was hier umbasteln. Das ist nämlich noch von gestern mit dem Free Rig fürs Barschangeln hatte ich das noch. Deswegen muss ich mal schnell noch hier einen Stahl vorknallen. Und dann gibt es hier gleich einen Original Kaishin, Wobbleshed hinten dran, in Farbe Weiß, so ein bisschen was Helleres heute bei dem dunklen Wetter. Dann geht das ab. Mal ein bisschen rumprobieren, was geht, was nicht geht. Ein bisschen an der Struktur fischen. Boah, wir haben hier echt Wind heute wieder. Hier unten stehe ich so ein bisschen im Windschatten. Das ist ganz angenehm. Und ich stehe auch nicht so hoch. Boah. Hier ist was Großes gesprungen gerade. Ja? Mhm. Ach, direkt neben dir. Weiter? Ich glaube ja. Ja. Also bei mir war nichts, bei dir wahrscheinlich auch nichts, ne? Hi. Hi. Finden Sie den Platz hier jetzt mit? Ja, es sieht gut aus eigentlich. Und vorne geht es noch mal so eine Verengung. Dahinter sind so schöne Ecken und so. Schlecht sieht es nicht aus. Ist auch echt viel Kleinfisch. Habe ich noch nicht gesehen. Doch, hier die ganze Wand entlang ist. Ah, okay. Ja, hier wird auch einer drin wohnen, da kannst du von ausgehen. War das ein Vogel da hinten? Nee, es war ein Fisch auf der anderen Seite da hinten. Oh, ja. Der hat ein bisschen doller gezuppelt. Ja? Ja. Na hier, haben wir auch runtergelupft. Oh ja, krass. Ja, halt mal noch mal kurz an. Ja, ja. Und ich sehe auch, dass du das jetzt auch mal machst mit dem Abknipsen von. Ja. Yeah. Das funktioniert richtig gut. Das ist gut, ja, da hat er richtig schön Druck.
bremst es einfach so wunderbar ab. Ne? Und gerade dann, ich habe es jetzt am Jigger, aber am Freerig zum Beispiel, das ist natürlich das ist falsch hier ohne Ende. Ne? Da wieder. Ich glaube, das sind Barsche. Toppi? Das sind Barsche. Toppi? Mhm. Ja, das sind Barsche. Jetzt haben wir hier vorne raubende Barsche. Oder vermutlich raubende Barsche direkt am Ufer gesehen. Machen wir mal ganz schnell ein bisschen Topwater-Material fertig. Einfach einen kleinen Stickbait. Lurfens V9F. Schöner Stickbait, der ein bisschen mehr Gewicht mitbringt. Der lässt sich jetzt bei dem Wind auch noch kontrolliert werfen. Jetzt gehen wir mal schnell runter. Kleine Planänderung hier. Wie ihr seht, habe ich jetzt wieder eine L-Spinning in der Hand. Grund ist halt, dass wir eben auf dieser Seite ja, raubende Barsche gesehen haben. Und wir jetzt einmal kurz hier ein bisschen das alles mit Topwater abfischen, um zu gucken, ob wir hier sagen wir, vielleicht einen kleinen Topwater-Spot gefunden haben. Weil die sind hier eben an der Kante schon gut durchgedreht. Das wäre jetzt so ein geiler Glücksgriff, wenn wir jetzt auf einmal hier so einen nicen Topwater-Spot hätten. Das wäre ja geil, weil das würde halt 30 extra Punkte noch an der Wertung geben. Also maximal, wenn ich 3 Fische einbringen könnte. Und das will man versuchen natürlich mitzunehmen. Aber bis jetzt sieht das so aus, als wenn das nur so ein ganz kurzer Spuk gewesen war hier. Und das jetzt auch alles schon wieder vorbei ist, leider. Wäre doch zu schön gewesen. Wir würden jetzt gerne wissen, was das für Fische hier waren. Ich muss sagen, es klang sehr ploppig. Was halt eher eigentlich für Barsch, aber für Barsch, das war echt ein großer Schwall. Ja, okay. Einen langen Wurf mache ich hier nochmal runter und dann hole ich nochmal meinen Hechtkram wieder. Spuk ist schon wieder vorbei, ne? Schade, aber das war ein ziemlich sicher Barsche, ne? Hä? Das war ein ziemlich sicher Barsche. Ja. Das war so original dieses Gespitte. Ich gehe nochmal hier einen weiter. Ja, wir haben hier einen ganz tollen Bereich. Es scheint hier so ein langsam fließender Fluss zu sein. Ein bisschen kanalisiert. Jetzt haben wir so eine große Außenkurve. Hier ist man schön Schilf oder beziehungsweise Seerosen am Ufer. Da ist ein großes Feld, da ist ein großes Feld. Natürlich erstmal eine nette Stelle, die man einpeilen kann, wenn man es auf Hecht abgesehen hat. Nur es ist auch immer gleich ein bisschen ernüchternd, wenn man hier an so einer Stelle erwartet man eigentlich schon mit den ersten paar Würfen gleich irgendwie irgendeine Reaktion. Es fühlt sich echt so an, als wenn es aufklart, aber wir sollen gegen Mittag sollen wir noch mal richtig Regen kriegen. Ja, ich werfe hier momentan einen kleinen Spinnerbait, das heißt klein, das ist so ein mittelgroßer Spinnerbait. Das ist der D-Spiker von D-Style, in 14 Gramm hat der. Wobei der in der Regel ein bisschen schwerer ist. Bei so einem Spinnerbait ist ja meistens nur das Kopfgewicht angegeben. Das heißt, der Rest kommt noch hinzu. Und der D-Spiker, der hat ein besonderes Design. Hier ist dieser Arm, wo die Spinnerblätter montiert sind, der ist halt beweglich gestaltet, sodass der wegklappen kann. Das heißt, einerseits, wenn der jetzt so im Wasser läuft dann, und der Fisch kommt von der Seite, dann kann der den wegklappen. Und ich habe hier keinen steifen Draht, der da im Weg ist. Und im Wurf klappt das Ding auch nach vorne. Da legt sich das so und fliegt ein bisschen aerodynamischer als ein normaler Spinnerbait, der gerade bei ein bisschen Gegenwind halt einfach sehr stark gebremst wird. Da hat man versucht, hier mit dieser Konstruktion ein bisschen gegenzuwirken. Und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also man kann den auch in den Wind werfen und der fängt nicht sofort an zu trudeln und fliegt auch ein paar Meter weiter. Hier habe ich gerade mal aus dem Wasser gefischt. Dicke Zanderfilets, Alter. Ich habe mich schon gewundert, was das ist. Mhm. Da liegen 2 Filets, ne? Mhm. Hart. Hä? Ist
Zander. Zanderfilet, ne? Ja. War richtige Lappen, ne? Ja, jo. Wenn ich meinen Spinnerbait führe, der wird ja normalerweise einfach durchgekurbelt, schnell, langsam, wie man möchte. Und ich gehe noch hin und variiere so ein bisschen mit der Richtung. Das heißt, ich kurbel nicht einfach auf einer geraden Linie ein, sondern ich habe jetzt die Rutenspitze nach rechts. Und dann gehe ich einfach, während ich kurbel, gehe ich mit der Rutenspitze mal nach links rüber. Und dann wieder nach rechts rüber. Und dann läuft der Köder im Prinzip in so einem Zickzackmuster durchs Wasser. Das ist immer ganz nett. Da habe ich ein bisschen mehr Reichweite, weil das Ding geht halt einfach ein bisschen links und rechts. Und so ein Richtungswechsel ist auch immer nicht verkehrt. Ähnliches passiert ja auch, wenn ich den in Holz oder in so eine Krautfahne reinkurbel, dann wird der auch abgelenkt und geht zur Seite einmal weg. Das versucht man ja auch ein bisschen mitzunehmen. Das heißt, ruhig mal irgendein Hindernis im Wasser kann man ruhig mal touchieren mit dem Spinnerbait. Am besten ist sogar kurz vorher, wenn ich das sehe, ich komme da jetzt gleich rein, kurz vorher ein bisschen zu beschleunigen, dann klatscht das da einmal gegen, geht schön drüber hinweg. Und das ist auch oftmals ein netter Trigger für einen sogenannten Reaction Strike, also einen Reaktionsbiss. Und Ähnliches kann man natürlich provozieren, indem ich halt an diesen Richtungswechsel reinbringe, wenn ich hier so eine freie Fläche einfach habe. Das heißt, ne, einfach mit der Rundspitze nach links, nach rechts ein bisschen und der Köder lenkt sich halt so um. Ja, but not us. Oh. It's good for the dog, eh? Ja. Mother Nature. Ja. Was your fish? No, it's not. It wasn't our fish. It was here before. Yeah. So. I'd like to eat it. Yeah, but it's not, I think the problem. No, I swim here every morning, but I'm only late today. Ah, okay. Did you catch something today? Not yet. No. It's not that deep here, because I walk. It's very shallow and. Yeah. Okay. I think the first 5 meters, 10 meters. Okay, so it's really shallow. It's like this. Ah, okay, and then. Yeah. Ah, perfect. It's only this place. This. Yeah. Let me say from the plant. Yeah. Till that plant. Yeah, it's really shallow. Henrik kriegt hier gerade Geheimtipps vom Local. Okay. The geheim briefing. Ach so, der hat sich das Filet geschnappt. Boah, hat sich richtig gegönnt, ey. Hä? Er hat sich richtig gegönnt, der Hund. Ja, der hat direkt. Jetzt guckt er ganz verdutzt, ey. Das leckige Schnitzel, jetzt guckt er ganz verdutzt. Oh, Mann, oh. Aber hat er nicht runtergekriegt. Er sagte, hier ist super flach. Das geht ganz weit raus, flach. Er meint, du kannst 10 Meter rausgehen und du stehst immer nur bis zur Hüfte im Wasser. Ist ja egal. Nee, aber nur als. Ja, das ist ja nicht schlimm. Hast du denn irgendwas, womit du auch eine Fahrrinne kommst? Nee. Ich würde auch, dass wir. Ich würde sagen, dass wir gleich weiterfahren. Ja, können wir machen. So, erste Stelle jetzt abgeangelt. Mit dem Topwater war ganz interessant. Wäre, glaube ich, so eine Sache, wenn man hier auf der Ecke ist, kann man sich das gleich nochmal angucken. Für die Topwater-Punkte. Hecht, naja. Könnte was kommen, könnte nicht was kommen, ist so ein bisschen das. Also behalten Sie erstmal im Hinterkopf und fahren erstmal weiter. Genau, ich habe es mir markiert. Und ja, deswegen fahren wir jetzt zum nächsten Graben und gucken uns den mal an. Und ja, deswegen, wir steigen jetzt mal ins Auto und düsen einmal kurz hin. Fisch! So ein ganz kleiner, aber immerhin haben wir hier schon echt. Schnell ein bisschen Action hier vorne in der Ecke vorm Dings. Zack. Ganz kleiner Bursche. Aber Hunger hat er gehabt. Er geht gleich wieder rein. Und zack. Wunderbar. Das war der Übeltäter. 4,8 Inch Bruno Shedtail. An einem
Ryugi Weighted Infini Hook 6-0. Das ist eine schöne Kombo. Oha. Es ist halt die Frage, wie du da durchschlüren kannst, ne? Ja, wenn du dich hart offset gehst, why not? Mal von Kapa oder was? Ja. So, ich probier's mal. Das ist, glaube ich, einfach nur Entenscheiß. Das ist nur oben drauf. Da ist ja in der Regel ja auch nichts unten drunter, weil da ja nichts mehr wächst. Nee, eben. Ja, wie man sieht, hier ist. Das ist nur oberflächlich. Da sollten wir eigentlich durchgrubbern können. Ich probier's. Ich glaube, mit Chatterbait wird das nichts. Ach, Biss. Fuck. Biss? Oder was? Hä? Biss drauf? Ja, also Biss zwar. Hey, jetzt mal geht diese scheiß Springbrunnen hier an und denkst immer so, was geht denn hier ab? Ja, Polder ganz egal. Oh, ist ja kein richtiger Polder, ist eher so ein Parkgraben, so ein Parkteich. Ich habe schon ein paar Kontakte gehabt. Und das, glaube ich, kann man hier sehr gut alles easy abfischen, in kürzester Zeit auch. Man muss nicht weit gehen. Fische sind da. Und ja, ich glaube, das kann ich mir mal bei mir nachher in meiner Google Maps Karte einmal gut anmarkern. Dass man hier vielleicht eine Runde dreht. Wenn man noch ein Hecht braucht. So, neuer Polder. Neues Glück. Ich fische jetzt hier einen Spinnerbait. Wir haben jetzt hier sozusagen das Ende des Polders. Schmiedi ist schon mal ein Stück vorgegangen. Jetzt machen wir so typisches Run and Gun im Prinzip. Werfen, laufen, werfen, laufen, werfen, laufen. Strecke machen. Und hoffen, dass halt irgendwo so ein Hechtchen rumsteht und Bock hat. Da vorher muss doch ein Fisch kommen, ey. Ja, hier drin sieht richtig scharf aus gerade. Das sieht richtig scharf aus hier gerade. Ja. Oh, da, komm, da kommt. Oh ja, oh ja. Hat er. Ja, hängt. Hat er. Nein! Oh, das war gerade ein guter Fisch. Aber ein guter Fisch, ja, schön. Weitergehen. Wie langsam er sich darüber geschoben hat, Alter. Geil. Der hatte 80, Alter. Ist so. Ja, der ist ganz leicht nur. Aber wir fischen jetzt nicht weiter, sondern wir lassen ihn jetzt. Tretmine. Ja. Wir wissen, dass der jetzt hier steht. Der hat nicht richtig gehangen. Weil es hier auf dem Spiker. Er hing kurz. Ich habe jetzt aber auch nicht doll angehauen. Wir wissen jetzt, dass er hier ist. Und fischen jetzt weiter. Das war ein schöner Fisch. Alter. Ja, der war schön, richtig breit. Massiver Fisch. Auf jeden Fall 80 plus. Ja. Oh, ich würde den ja noch mal gern anwerfen, ne? Nee, lass es. Auf dem Spinnerbait? Ja, ja. Der kam erst, ich habe den gesehen. Der hat kurz angestupst, der schwamm hinterher. Dann habe ich ganz langsam weiter gekurbelt. Dann hat er sich ganz leicht rüber geschoben. Dann habe ich halt nicht richtig doll angehauen, ne? Also, ist auch nicht schlimm. Fisch. Oh, Kescher ist ab. Ja, das war doch nice. Geschnellt, Chatterbait direkt vorgeworfen. Haben direkt rausgeschossen. So. Kleiner Spritzer, was hat er, 60 oder so? Den setzen wir auch schnell wieder zurück. Damit ich
den man im Turnier wiederfangen kann. Das war der Erfolgskombo. OG Kaishin, Fire Tiger und Bruno, ein bisschen eingekürzt. Jetzt habe ich leider kein Bruno mehr, auch nicht mehr, Schmiedi ja auch. So, wie ihr an der Frontscheibe sehen könnt, hat es jetzt echt angefangen zu regnen, haben wir mit gerechnet, wussten wir. Und ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, wir machen jetzt Pause, weil ich bin morgen ja halt mit einem Turnier dran. Da ist das Wetter wahrscheinlich ähnlich und jetzt irgendwie 2 Tage im Regen durchpeitschen ist halt auch nicht so geil. Und ja, wir hatten ein paar Kontakte, 2 Fische kamen raus, sehr, sehr aufschlussreiche Tour gewesen, 2 richtig gute Polder gefunden. Und ja, ich hoffe, der eine Fisch, der vorhin so kurz hing, der hängt am 2. Turniertag bei mir. Der hängt denn und bleibt auch hängen, weil es war ein echt schöner Fisch. Und ja, in diesem Sinne sagen wir entweder bis später, wenn wir noch mal zusammen fahren, oder bis zum nächsten Mal im Video. Ciao.